Vor dem Hintergrund verstärkter separatistischer Bestrebungen feiert die Führung der bosnischen Serbenrepublik, der Republika Srpska, ihren Nationalfeiertag. In diesem Jahr handelt es sich um den 30. Jahrestag der Ausrufung der Republika Srpska am Vorabend des Bosnienkriegs. Jede nationale Bewegung hat ein einziges Ziel, einen eigenen Staat aufzubauen. Und genau das will unsere nationale Bewegung auch. Niemand, der in der Republika Srpska lebt, sollte jemals daran zweifeln, ob das möglich ist. Selbstverständlich ist das möglich. Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei autonomen Einheiten der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska. Das Land ist weitgehend dezentralisiert. Das Verfassungsgericht hatte den Nationalfeiertag der Republika Srpska im Jahr 2015 für verfassungswidrig erklärt. Die Führung begeht ihn dennoch weiterhin von Jahr zu Jahr.